So läuft das ab. Torres trifft sich mit Prinz, bringt einen Teil des Lösegelds mit und sagt, dass der Rest bald folgt. Wenn wir den Weisen sehen, kommst du mit dem Rest des Goldes, tauschst es ein und haust ab. Und ich beobachte dich dabei. Nein, Kenway, spiel diese Intrige allein und riskiere das Vertrauen deiner Crew. Es macht mich krank, dass du mit diesem Sklavenhändler verhandelst. Komm schon, Mann. Wenn wir den Weisen haben, sind wir alle reich. Nicht, wenn Master Kit ihn zuerst erreicht. Kit? Mein Gott. Der Knabe will ihn töten. Edward! Was zum Teufel machst du hier? Ich folge diesen Männern zum Weisen. Kannst du dich beherrschen, bis er erscheint? Der Weise ist hier? Ei, und Prinz wird uns direkt zu ihm führen. Nun gut, bei Gott. Ich halte meine Klinge im Zaum, aber nicht für lang. Wie lange ist unser letztes Treffen schon her, Senor Prinz? Ein Jahr? Ja, 18 Monate. Von diesem Roberts hörte ich zum ersten Mal im November 1715. Ah, sieh. Seitdem hat sich vieles verändert. Niemand nennt mich mehr Gouverneur zum Beispiel. Ich gab den Posten letztes Jahr auf. Ah, das war mir unbekannt. Sehr viele Kirchen in Kingston. Haben die Engländer jetzt begonnen, ihre Sklaven zum Glauben zu bekehren? Bekehren? Gott weiß, Torres. Niemand hier könnte so töricht sein. Töricht? Wie meint ihr das? Wäre es nicht Sünde, einen Christen zu versklaven? Wenn man die Seele eines Sklaven vom Tier zum Menschen erhebt, kann man auch gleich seine Kälber zum Abendessen einladen. Verzeiht mir meine Ungeduld. Doch wie weit ist es noch? Wir sind schon bald da. Und stell dich deiner Strafe wie ein Mann. Jetzt soll ich ein Mann sein, wo ihr genau das 30 Jahre lang bestritten habt? Ich finde das abstoßend, Prinz. Ich glaube, alle denkenden und fühlenden Menschen verdienen Respekt und Perspektive. Ach, ja. Euer Kontakt zu den Mohren hat euer Mut verdünnt und die Sterne verweichlicht. Es bedeutet nicht, dass ich alle natürlich und gleich Shit. Ja. Das ging ja gut los. Also, willkommen zurück bei Assassin's Creed. Es hat so ein bisschen lange gedauert, bis ich mal hier was sage. Aber. Ich finde das abstoßend. Ich glaube, alle denkenden und fühlenden Menschen verdienen Respekt und Perspektive. Ihr wisst ja, ich mag ja nicht, wenn jemand hier rein spricht. Euer Kontakt zu den Mohren hat euer Blut verdünnt und die Herzen verweichlicht. Es bedeutet nicht, dass ich an die natürliche Gleichheit aller Rassen und Geschlechter glaube. Sicher sollten Männer mit Talent und Verstand stehen. Doch mit der Praxis der Sklaverei wird kein wahrer Gewinn erzielt. Auf kurze Sicht verdient man damit Geld, sieh. Doch langfristig macht uns das zu Opfern unseres eigenen Erfolges. Ah, doch ihr und ich, Sir. Als wie wir diesen traurigen Tag nicht mehr erleben. Warum die Mühe? Hey,
Die Augen auf, Bursche! Aus Anstand, wenn sonst nichts. Anstand? Torres, ich vergeude meinen Tag nicht damit, über Sklaven und ihre armseligen Leben zu reden. Lasst uns unser Geschäft abschließen und dann gemeinsam als Freunde feiern. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sie, sie. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt. Geschichtenprinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671. Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Da steckt das richtige Geld drin. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Wenn auch nicht so nachhaltig. Ich werde des Laufens müde. Sind wir bald da? Ja, gleich hier. Wir müssen uns auf Augenhöhe begeben. Ich traue den Templern nicht mehr, als ihr mir traut. Nun hätte ich gewusst, wie sprunghaft ihr seid. Ich hätte euch Blumen mitgebracht. Ach, warum tue ich mir das an? Wegen des Geldes, schätze ich. Wegen des vielen, vielen Geldes. Ihr sagt, ihr kamt alleine, Torres. Nicht allein, aber sicher ohne Begleitung. Ich reiste an Bord einer britischen Handelsbrig. Ah. Es ist soweit. Nein. Nicht, bis wir den Weisen sehen. Hier ist ein ruhiger Ort. Ich will das Geld sehen. Es ist nur ein Vorschuss auf das Lösegeld. Der Rest kommt in Kürze. Es schmerzt mich, einen Mann meiner eigenen Rasse zu verkaufen, Senor Torres. Sagt mir bitte, was hat dieser Roberts getan, um euch zu verärgern? Ist das Ausdruck protestantischer Pietät, mit der ich nicht vertraut bin? Vielleicht ein andermal. Was? Nächstes Mal. Sorgt dafür, dass man euch nicht folgt. Erledigt das! Ah, oh, toll. Ah. Du hast es versaut, Kenway! Für die gute Sache! Diesen Prinz. Kit, nein! Jim, halt! Diesmal nicht, Kenway. What luck!
Komm schon, Mann! Lass uns das gemeinsam machen! Du hattest deine Chance! Tu es nicht, Kid! Warte! Jim, halt! Alte Schabracke, nimm deine Drecksfinger von mir! Du darfst diese Männer nicht töten, Kid. Nicht, bis ich den Weißen habe. Ich habe das Schwein eine Woche lang verfolgt, rund um die Uhr. Hier finde ich nicht eines, sondern zwei meiner Ziele und du beraubst mich beider. Hab Geduld, Mann. Du kriegst sie schon. Wenn ich den Weisen finde, hilfst du mir bei Prinz. Verstanden? So. Entschuldigung. So, ich weiß, ich bin einfach viel zu ruhig momentan. Tut mir leid. Es ist wahrscheinlich die langweiligste Folge aller Zeiten. Aber was soll ich noch mal sagen? Ja. Es ist halt so, dass ich halt gerne die reden lasse und zu dem Zeitpunkt halt ruhig bin. Ja, bisschen blöd, aber. Ne. Ich weiß. Tut mir ja auch leid. Dafür geht es in der nächsten Folge wieder richtig weiter. Ja, der hat eine coole, gute Reichweite. Aber ich benutze die sowieso nicht, die wirklich. Könnte man sich holen irgendwann mal. In dem Trailer hat er das benutzt. Egal. Montur, mal gucken, was gibt's hier denn schönes Freibeuter-Montur. Ach egal, wir bleiben bei der Edward-Montur. A pleasure. Ja. Falsche Tür. Da ist die richtige Tür. So. Da ich das natürlich jetzt so wenig geredet habe. Machen wir jetzt auf jeden Fall noch eine zweite Mission mit dazu. Das sollte als Ausgleich, glaube ich, ein bisschen dienen. Und ja, wir hatten ja eben gerade ein paar Spionageeinheiten. Und ja, da finde ich es immer nicht so toll, wenn ich reden muss. Da will ich mich eigentlich konzentrieren, damit ich keine Scheiße baue. So. Hoch die Berge, hoch, hoch, hoch die Berge, hoch, hoch, hoch die Berge, hoch. Wir könnten demnächst mal einen Aussichtspunkt gebrauchen. Das ist auch schon einer. So, da kommen wir nicht weiter. Nee. Hier kämen wir weiter. Zack. Zack. Na? Nee? Okay. Kommen wir hier nur hier weiter. Zack. Zack. Eins, zwei, drei. So. Hier werden wir jetzt mitbekommen, dass Kid ein Weib ist. Haha. Endlich mal ein Aussichtspunkt. So, unbemannt. Machen wir doch mal weiter. Das ist die nächste Stealth-Mission. Yay. Treffen wir uns doch in einem Pub. Ich kam nach Kingston, um ein Ziel zu finden. Saufgelage haben keine Priorität. Wir könnten zusammenarbeiten, weißt du? Du willst Lawrence Prinz erwischen und ich seinen Gefangenen. Wir suchen den Weisen ebenfalls, Edward. Leg dich nicht mit uns an.
Möge der bessere Mann gewinnen. Wachen patrouillieren über den gesamten Besitz. Sie benutzen Glocken, um Ärger anzuzeigen. Siehst du da? Wir sollten sie unbrauchbar machen, bevor wir fortfahren. Bei so vielen Männern hier hilft uns Heimlichkeit allein nicht weiter, also tue ich, was ich kann, um sie abzulenken. Dann hast du eine Chance, sie auszuschalten. Bereit? Du heißt nicht James, oder? Meistens nicht. Komm mit. Tada! Aber selbst so hat sie keinen Vorderbau. Mit Berserkerfallen, Grobiane, Scharfschütze mit Schlaffallen, okay. Dann rüste ich mal die Pfeile schon mal aus. Wenn du Prinz vor mir siehst, töte ihn. Dann ist sogar etwas Geld für dich drin. Abgemacht? Okay. Verdammt, Mann. Wie kommt's, dass du eine Frau bist? Gott, Edward. Muss ich dir das erst noch erklären? Also, ich habe einen Auftrag. Du kannst dich später lustig machen. So, da haben wir jetzt die ersten beiden Berserkerfeile direkt mal benutzt. Scheiße. Das ging ja gut los. Bob. Zack, den ersten schlafen gelegt. Den zweiten schlafen gelegt. I can get him from here. Get on his blind side. Keep dreaming, you dumb. Ein paar Glockentürme. Wie Sie schon sagten, Heimlichkeit bringt uns hier nicht weiter. Schätze, ich hätte Sie mit nach Hause nehmen können, wäre ich nicht so dumm gewesen. Wir haben gestritten und ich sagte was Ungehöriges über den Papst. Was? Hold a moment. Time to cut it. Shit! Alarm! Alarm! Bob. Zack. Zack. Heimlichkeit ist heute nicht so mein Gebiet. Aua. Come on, don't lose that shit. Ernsthaft? Sieht er mich nicht?
Ich hab keinen Bock, mich hier lang rum zu prügeln. Ich habe meine Mission bereits abgeschlossen. Nein, bevor ich das mache, werde ich die Türme sabotieren. Ciao. Ready to take the shot. Hold it on him, boys. Ist ja schon quasi zu einfach hier durchzustürmen. Halt! Keinen Schritt weiter! Bitte! Ich bin angeschossen! Ich brauche Hilfe! Gott, Thompson, sieh nach ihr, sie ist verletzt! Und zwar schlimm! Ich bin hilflos! Nun gut! Und schwach! Dann nimm meinen Arm. Gott segne euch. Oi, Mardo. Mr. Prinz meint, ihr sollt die Augen offen halten. Er sagt, hier treiben sich ein paar Unruhestifte herum. Ich geb's weiter! Oh, voll daneben. Schnell hoch. Ich will diesen Aussichtspunkt haben. Ich komme sonst hier nicht mehr hin. Schon wisst ihr nicht mehr, wo ich bin. Wow. You get back here. Damn it! Can't get away, cops. Alarm! Help me, damn it! Lol. Zack, zack, zack. Nein.
Nein. Und? Wapp! Was hängst du über mir wie eine lüsterne Krähe? Willst du mich leiden sehen? Bisschen? Du hast selbst nicht so wenig Leid verursacht, Meister Prinz. Vergeltung, schätze ich. Ihr törichtes Lumpenpack und eure prätentiöse Philosophie. Ihr lebt in der Welt, aber ihr lenkt sie nicht. Du missverstehst mein Motiv, alter Mann. Ich bin nur auf das Geld aus. So wie ich, Junge. So wie ich. Achtung, Kenway! Ich hab deinen Mann! Ich erkenne dich. Der Templer aus Havanna. Ich bin kein Templermann. Das war nur Täuschung. Wir sind hier, um dich aus der Sklaverei zu retten. Mich retten? Ich arbeite für Mr. Prinz. Dann ist er ein erbärmlicher Master. Er hatte vor, dich an die Templer zu verkaufen. Man kann auch wirklich keinem mehr trauen. Robert! Ganz schön viele. Nee. Ich kämpfe lieber. Bam 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 bam. Haha, hier kommt er nicht hin. Bam 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 bam. Ach ja, auf Bäumen springen, das macht doch am meisten Spaß. Upsala. Ja. Wenn's ein Bug nicht erlaubt. Und tschüss. Oh God. Na, wollt ihr mal noch? Das war einfach. God damn. Leider ist uns der Weise immer wieder entwischt. Das wird uns doch leider öfters passieren, habe ich das Gefühl. So. Hast du wieder verloren, was? Ei. Roberts ist ein Teufel mit sehr fragwürdigen Umgangsformen. Dann habe ich heute zwei Männer verloren. Also, wie heißt du wirklich, Mädchen? Mary Reed, für meine Mom. Und auch für meine Freunde.
aber kein Wort zu irgendjemand. Sonst entmanne ich dich auch noch. Irgendwie würden die beiden echt gut zusammenpassen, habe ich immer so das Gefühl gehabt. Tja, ja. Gut, das war's dann heute. Erstmal. Ich werde jetzt die ganzen Folgen jetzt erstmal noch zusammenschneiden und den ganzen Kram machen. Und dann wird's morgen für mich erst einmal weitergehen am Sonntag. Mit dem Aufnehmen für ein Assassin's Creed. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ja. Ich wünsche euch noch alles Gute. Also bis dahin. Ciao.